Cut. Schnitt. Es passt so. Kuhlmann gegen Dejan Biskupić. Los geht's. Kuhlmann hat das Ausbullen gewonnen. Ja, startet mit 95 Punkten. Stark. Da ist keine Bühnenangst oder irgendwas. Sieht nicht so aus. Und Biskupić startet mit, lass mich rechnen, 84. Sehr gut, was in deinem Kopf vorgeht. Wunderbar. Auch nicht schlecht. Ist das ein Kroate? Weißt du das? Serbe? Ich habe leider keine Ahnung. Jetzt geht's aber los hier, 81 Punkte vom Heli. Cool, Mann. Triple 1, Triple 20, na was stand alle? Triple 20 oder 23. Schön. Jetzt geht's aber los hier. Stellt sich 2,94. Ja. Ich kann auch rechnen. Und zwar ohne Grafik. Ja. 30 Punkte von Helmut. Okay. 6 Darts. Und jetzt hat Biskupić schon. Triple 20. Ja. Triple 20, 125, was ist da los? 110er Average. 169 kann man mit Master Out nicht zumachen. Nee. 168 hätte man zumachen können. Ja, 60 aber Punkte wurscht, nach 9 Darts. Wahnsinn, was der hier spielt. Glaube ich. Kann sich jetzt stellen. 45 Punkte. 124 Rest. That's right. 94 Average runtergerutscht. Ja, das ist aber bei 2 Legs. Ne? Aber macht natürlich Spaß, da drauf zu gucken. Helmut Kuhlmann in seinem eigenen Leg. Stellt sich mit 20-20 und Triple 15 auf 150 Punkte. Das kann man natürlich auch mal spielen. Jetzt 124. Da kann er, was spielt er da? Triple 20? 20-1-7. Ja, okay. Das war nicht im Skript, aber stellt sich 96 nach. Helmut wird die 150 nicht zumachen können, kann sich aber mit 90 Punkten auf 60 stellen. Das unglaublich, dieser Typ. Unglaublich, tolle Partie. 695 Rest von Dejan. Trifft die 7, keine 88. Chance mehr. 68 Rest. Was macht er? Er macht jetzt die 60 zu. 20, Tops. Für Helmut Kuhlmann. Doppel 10. Oh, der ist in der 15. Und jetzt hat Biskupić die Möglichkeit bei 68 oder was? Was macht er, ja. 20, Triple 16. Der ist knapp vorbei, Doppel 16. Oh, der ist drinnen. 16 Rest. Kuhlmann mit den nächsten. Trifft die 1, Doppel 2. Die sitzt 1 zu 0, gerade nochmal den Aufschlag. Obwohl Biskupić nach 9 Darts schon auf 169 war, gewinnt er am Ende nicht das Leg. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist er selber schuld. Das stimmt. Er versteht uns nicht, sonst würde er uns vielleicht irgendwie, aber wir sind ja unparteiisch, ist ja alles gut. Richtig, Kuhlmann, 60 Punkte von Dejan. Kuhlmann mit dem Wurf, also Dejan hat auf jeden Fall noch die Chance, hier alles wieder zu richten. Was macht Kuhlmann? 32 Punkte. Das hat der Doktor nicht auf das Rezept geschrieben, glaube ich. Nee, was macht Dejan jetzt? Dejan Biskupić. 85 Punkte, schön. Sehr, sehr schöne Darts. 70er Average. Jetzt Kuhlmann, 60. Wo bringt er sich ihm 100 Punkte? Schön. Nach den 32 hat er jetzt wieder gut repariert quasi. Auf jeden Fall. Biskupić steht bei 3,56. Biskupić gibt Gas, 140 Punkte. Für 216 nach 9 Darts. Das ist wieder ein sehr, sehr starkes Leck. Unglaublich. Average geht wahrscheinlich über die 80 jetzt wieder. 77. Ja, okay. Vielleicht 45 Punkte von Kuhlmann. Vielleicht kriegt er den Average von Rusty Jake vorhin. Er hat über 85 gespielt. Du hast gesagt, er fällt heute Abend hier bei uns im Livestream. 41 Punkte von Dejan. Der sich damit auf 180 bringt. Nein, 175. 175, Entschuldigung. Geht nicht. Und jetzt 140 Kuhlmann. Von Kuhlmann. Beide jetzt mit einer 140 in diesem Spiel, stark. Wo ist der Helmut jetzt? Der ist bei 184, unten wieder auf der Bühne. Ja, das 137 war, von Dejan. Für 38 Rest? Ja. Nach 15 Darts. Ja. Das ist stark. Und jetzt?
128 von Helmut, trifft da die 48 nicht. Doppel 19 trifft die 19, 3 für Doppel 8. Und er bringt es wieder nicht zu. 56 für Kuhlmann fürs 2 zu 0. Beide bei etwa 74 vom Average. 16 Tops. Stop. Der ist ganz knapp, der war ganz, ganz knapp. Oder nein, Doppel 5 getroffen statt der Doppel 20. Okay. Der bekommt nochmal die Chance. Aber ich habe Lust auf ein drittes Leg. Ja, natürlich. Ich habe Lust auf, und da ist das dritte Leg. 1 zu 1, Ausgleich. Dejan Biskovic. Ich habe richtig, richtig Lust auf diese Partie. Ich habe richtig, richtig Lust. Verdient sich hier das 1 zu 1. Beide spielen schöne Darts. Und wir hoffen, dass ihr uns da im dritten Leg weiter gut unterhalten. Und unglaublich. Kuhlmann startet mit 80 Punkten. 421. Was kann Biskovic machen? Kann er ihm da Parole bieten? 100! Ja, 100. 401. Unglaubliche Partie. Unglaublich. 75 Average von deren 71, knapp 72 von Helmut Kuhlmann. 100 Punkte von Kuhlmann. 321. Und jetzt muss und jetzt deren. Triple 20, Triple 20. Jetzt geht's los. Ich drehe durch. 140 Punkte. Jetzt 261. Geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los hier. 79, 80 Average knapp. 80er Average. Ich drehe durch. Schau, jetzt haben wir ein Bild da noch. Ich drehe durch. Gleich geht's. Jetzt. Der Kollege fällt hier, also das ist der Wahnsinn. Der fällt hier durch Verhaltensauffälligkeiten auf. Den muss man zu irgendeinem Doktor schicken. Jetzt nur 26 von Helmut und 60 Punkte von Dejan. 201 nach 9 Darts ist aber trotzdem etwas, wo man was mit anfangen kann. Also wenn ich das hätte, dann wäre ich zufrieden. Ja, ich auch. Und 97 Punkte vom Helmut für 198 nach 12 Darts. Und jetzt, ja, aber Biskovic hat die Möglichkeit zu breaken. Ja. Ein Triple reicht. 60 von 141. Ja, ist gefährlich. Nach 12 Darts. Ja. Unglaublich. Was stellt sich Helmut Kuhlmann? 198 Triple 20. 118. 80. 98. 98. Trifft die 18 für 80. 80 Rest. Nee, 100 Rest, 100 Rest. Okay. 100 Rest, haben wir uns verrechnet. Dejan wird die 141 nicht zumachen, trifft die Triple 1, Triple 18 und die 20, 64 Rest. Das jetzt ist liegt's am gut Kuhlmann. Gestellt. Jetzt liegt es am Kuhlmann. Trifft die 5, Triple 19, trifft er nicht, trifft die 7. Triple 20 oder Triple 16? Triple 16 hätte er probiert, trifft die 16 und jetzt 72 Dejan. Rest. Was 64, ich will jetzt doppelt. Nein, trifft die 8. Die was? Trifft die 8, trifft 16. Die Doppel 5. 46 Rest geht schon nicht mehr, jetzt muss er stellen. 12 auf 2, auf 34 hat er jetzt gestellt. Das ist jetzt interessant. 72 Kuhlmann, für Kuhlmann. 12 wahrscheinlich? Ja. Triple 12? Triple 20. Oh, trifft die 5, das ist nicht mehr möglich. Und trifft zum Schluss die 16. Wahrer Dart-Krimi hier. 39 Punkte Rest. Und der andere der versucht 34, 17, Doppel 17. Doppel 8. Und der sitzt 2 zu 1 für Dejan. Unglaublich. Unglaublich geiles Match. Ja, das ging sehr schnell. Ich stehe auf und klatsche. Ging sehr, sehr schnell. Ich klatsche. Das ist Weltklasse.